Einen guten Morgen kann ich nicht mehr sagen. Es ist guten Tag aus Balciklikhöy. Wir machen einen Tag im Dorf und da haben wir dann entsprechend schön gefrühstückt. Und jetzt haben wir uns die ganze Zeit ausgeruht, doch jetzt wird ein bisschen gearbeitet. Das werden wir gleich sehen. Der Alex wendet hier die Haselnüsse. Noch mit der grünen Schale, die allerdings jetzt braun geworden sind. Morgen oder übermorgen werden die Nüsse dann von der grünen Schale getrennt, damit auch untere Teil getrocknet wird. Wird jetzt gedreht. Schon anstrengend. Sieht anstrengend aus. Das weiß ich nicht. Ich gucke ja nur zu. Ich glaube, langsam fehlt ihm die Energie. Der wird langsamer immer. Ist das schwer, Alex? Alex, geht's noch? Ha? Geht's noch? Was? Geht's noch? Also der hat ganz schön viel zu tun, ne? Wenn man hier so das alles sieht. Vielleicht sollte ich ihm doch helfen. Hier seht ihr mit der grünen Schale und die anderen sind ohne grüne Schale. Die Haselnüsse normal. Und da sieht man den Atesh. Er würde gerne auch Haselnüsse essen. Er hat gelernt, die zu knacken. Hätte ich nicht gedacht. Er knackt die und isst dann die Nüsse. Darf natürlich nicht so viele essen, kann Allergien verursachen. So, hier sieht man, die sind noch grün. Die müssen dann richtig braun werden, damit man sie die Nüsse aus der grünen Schale raus machen kann mit der Maschine. Ich bin ja nun am Wenden der Haselnüsse und hier kann man mal sehen, so sieht es aus, wenn es ein bisschen getrocknet ist und die Haselnüsse müssen dann gewendet werden. Das sieht man denn hier, da sind grüne dabei, die noch nicht so richtig getrocknet sind. Ich weiß nicht, ob Sharife das vorhin erzählt hat, warum das gemacht wird, damit letztendlich nachher, wenn das getrennt wird, also hier das Grüne geht weg und die Haselnuss kommt raus, das macht eine Maschine. Und wenn das grün ist, geht das nicht so gut, deswegen muss es getrocknet werden. Und ja, da bin ich jetzt dabei. Ich habe noch ein bisschen vor mir dieses ganze Feld, ich denke mal noch so 800, 900 Kilo sind das noch, die einmal gewendet werden müssen. Dann weiß ich nachher, was ich getan habe. Ja, ich werde dann nachher nochmal berichten, wie es denn gelaufen ist und wie ich drauf bin. Knapp 2 Stunden später habe ich alles fertig. Im Grunde jetzt 2 Tonnen Erdnüsse, wollte ich gerade sagen. Ich bin schon durcheinander. 2 Tonnen Haselnüsse gewendet. Hier werden sie jetzt schon wieder zugedeckt für die Nacht, damit kein Wasser dran kommt. Und ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Im Grunde muss diese Aktion hier, ja, ich denke mal so alle 2 Tage gemacht werden. Für, denke mal, 1,5 Wochen, je nachdem wie das Wetter dann auch so wird. Und dann sind sie reif für den Schredder, wollte ich gerade sagen. Na, für den Pathos, das ist diese Maschine, die das trennt. Das könnt ihr noch mal sehen auf den Videos vom letzten Jahr. Da habe ich das umfangreich dokumentiert, wie es läuft. Da könnt ihr es euch auch noch mal angucken. Alles sehr interessant. Für mich als Nutella-Esser ist das hier mal eine ganz andere Erfahrung. Man weiß nachher, was man getan hat. Und warum das Nutella-Glas dann auch so teuer ist.
Wobei der meiste Umsatz oder meiste Gewinn beim Nutella-Glas bleibt natürlich bei Ferrero. Insofern ja, ist das hier alles sehr schwierig. Ein Arbeiter würde jetzt für diese Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, ich denke mal so 5, 6 Euro bekommen. Mehr nicht. Also das ist schon, für hier ist es ein guter Lohn, aber für uns Deutsche oder westliche Europäer ist das ein Hungerlohn. Aber gut, so ist das halt. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen machen, aber mittlerweile, ihr seht es wieder, das kommt wieder Nebel auf. Das ist abends hier immer so und das mache ich dann wann anders. Wir sind ja noch ein bisschen da, dann werde ich hier auch noch mal ein paar schöne Drohnenaufnahmen vom Dorf machen. Und ich musste auch noch ein bisschen was mit der Drohne ausprobieren. Es gibt natürlich noch weitere Drohnenaufnahmen, die ich dann am Meer machen werde, in den Bergen. Da könnt ihr euch noch auf einiges gefasst machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir diesen ganzen Aufwand hier betreiben und ob das nicht einfach auch besser geht. Ich habe lange recherchiert, ob es da irgendwas gibt. Es gibt in der Tat nichts, was nicht kostengünstig ist. Also man muss immer bedenken, wir kriegen für das Kilo etwa 2,50 Euro. Da muss eine ganze Menge von bezahlt werden. Eben hier dieses Wenden normalerweise, das Sammeln muss gemacht werden. 2 Tonnen zu sammeln, da bist du 3-4 Tage mit ein paar Mann dabei. Das kostet eine ganze Stange Geld. Also wir haben es, glaube ich, irgendwann mal ausgerechnet, dass ja, vielleicht 3.000-4.000 Euro übrig bleiben nach der ganzen Aktion. Und das ist sozusagen der Jahresverdienst dann hier. Das ist nicht sonderlich viel. Wir haben jetzt auch nicht so eine riesengroße Plantage oder riesengroße Plantagen. Das sind ja mehrere. Und in diesem Jahr ist die Ernte doch ein bisschen schlecht. Also wir haben nur knapp zwei Tonnen, schätze ich mal. Was letztendlich rauskommt, weiß ich jetzt auch nicht genau, das werden wir dann sehen. Aber normalerweise sind wir so bei 5, 6, 7 Tonnen, wenn es gut läuft. Haben wir dies ja nicht. Insofern, ja, kann man sich ausrechnen, dass das vom Gewinn her jetzt nicht sonderlich viel ist. Und deswegen gibt es jetzt hier auch eher so die Manpower, weil Geräte sind teuer. Dieser Patros, habe ich jetzt gehört, kostet knapp 50 Euro die Stunde und bei 2 Tonnen ist er 2 Stunden dabei. Vor- und Nachbereitung kommt da nochmal dazu, das sind dann also insgesamt 3 Stunden. Wie gesagt, ich verweise nochmal auf das Video vom letzten Jahr, da könnt ihr das Gerät in Aktion sehen. Das ist ja alles nicht ganz so einfach. Es ist richtige körperliche Arbeit, wer da Lust zu hat, kann das gerne dann auch mal machen. Einfach mal bei uns melden. Wir organisieren die Reise hierher und ihr könnt euch dann hier richtig austoben. Ihr kriegt auch bestimmt ein Glas Nutella, beziehungsweise Nutella ist ja schlecht Qualität, sag ich mal. Es gibt hier wesentlich bessere Qualität. Wir haben hier eine Fabrik, die das direkt herstellt und man schmeckt das auch total. Ich bringe jedes Jahr, wenn wir hier waren, dann natürlich auch immer Nutella, also das hiesige Nutella, das Sarelle, ist das, bringe ich auch mit und ja, das ist ganz lecker. Ja, das soll es erstmal von heute hier aus dem Dorf gewesen sein. Es hat, eigentlich wollten wir hier chillen, aber das ist halt im Dorf immer so. Hier ist immer Arbeit und hier muss immer was getan werden. Und ich habe mich vorhin in der Pause dann auch noch mal diverse Sachen gefragt, was das hier alles so bringt. Für die Familie muss man mal sehen, ob das in den nächsten Jahren überhaupt noch so machbar ist, zeitlich oder auch von der Schwere, körperlichen Schwere der Arbeit. Muss man sehen. Also für 2.000, 3.000 Euro ist der Aufwand extrem groß, muss man sich überlegen. Ja, in der Pause habe ich mich auch bei Marlies und Ralf noch mal kurz eingechattet sozusagen. Die waren live gewesen und viele Grüße da auch noch mal an euch.
Das hat mir meine Pause doch ein wenig verschönert. Ja, beim nächsten Sonntagschat bin ich vielleicht wieder ein bisschen länger dabei, je nachdem, was wir an diesem nächsten Wochenende alles machen. Wir haben ja noch so viel vor. Gegebenenfalls sind wir dann auch in den Bergen und auch da habe ich letztes Jahr ein Video zugemacht. Da sieht es dann so aus, dass es nicht unbedingt Internet gibt, nur an ganz bestimmten Stellen, und da stelle ich mich dann nachts dann auch nicht unbedingt hin oder tagsüber. Da werden wir dann halt einfach mal rigoros chillen, ohne Internet, ohne Elektronik. Naja gut, die Elektronik nehmen wir mit, aber Internet, das kriegen wir dann halt doch nicht hin. Und das haben wir vor, diverse andere Sachen, ich habe es die Tage in den Videos dann auch schon mal gesagt, werden wir dann machen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und viele Grüße aus dem Balche Klikhöi in der Nähe von Pirasis in der Provinz Giresun.